Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Reaktionsvideos. Und heute sind wir wieder dabei. Wir reagieren zusammen auf ziemlichen Bullshit. Und heute haben wir das super tolle Let's Play Supertux. Oh, das ist toll. Das ist von einem ehemaligen Klassenkameraden von mir. Also sind ja im Prinzip alle ehemalig, weil ich ja nicht mehr zur Schule gehe. Aber das haben wir vor Jahren mal... habe ich da YouTube da mehr oder weniger näher gebracht und dann wollten so einige auch YouTube machen und das ist am 26.09.2012 erschienen und ja, man war damals klein und unerfahren, da waren wir alle so 14, 15 rum und dann dachte sich der gute David, der einen Eakari-Kanal damals hatte, dachte sich, oh, spiele ich mal Supertux und ach, das wurde mir auch vorgeschlagen vom Julian, wer ihn noch kennt. Der war ja auch mal in Projekten dabei. Aktuell ist das eine schon offline, glaube ich, ja, aber er war dabei in Staffel 2. Boah, got the rhymes. Und ja, vielleicht kennt ihr noch der eine oder andere. Und dann, wollen wir mal sagen, wollen wir den Supertux-Spaß beginnen und ich weiß auch, dass es richtig gut war. Ich habe es halt damals gesehen. Gut, da will ich einfach sagen, fangen wir jetzt an in 3, 2, 1 und los. Leute, jetzt kommt ein Video von Supertux. Das Spiel ist leicht ähnlich wie Super Mario Bros. No. Aber auch ganz lustig. Hier ist aber es nur mit Bros. Einem Pinguin. Wir starten jetzt einfach mal. Es ist ganz lustig, das Spiel. Ist auch kostenlos erhältlich. So, die erste Welt. Die ist bestimmt sehr schwer. Die ist wirklich sehr schwer. Ihr seht, hier Alter. Kann man auch springen und Münzen einsammeln. Das hätte ich auch nicht gedacht von Supertux. Ja, jetzt sind wir größer geworden. Oh, mehr Skills. Alter. Oh, das ist fast schon gequickscoped. Alter. Oh. Ja, das oh, die Auflösung ist auch so schön. Ganz lustig. Und die Blume ist... Hat die gleiche Funktion eigentlich wie bei. Okay. Hat die gleiche Funktion wie bei Super Mario Bros. Die. Aber nur bei Bros. Blume. Also man kann damit halt schießen. Alter, ich weiß gerade, warum ich das gerade nicht benutzt habe. Aber ich habe gerade wieder Scheiße gelabert, ich weiß. So random. Anstatt es einfach kaputt zu schießen, laufe ich irgendwie immer durch. Was eigentlich total. Hä, was ist denn los? Ja, das war gar nicht vermeint. Oh, jetzt run. Ja, run. Alter, jetzt mit. Kommt aber ganz früh. First try. Hey, erstes Level gestartet. Alter, das erste Level. Ich glaube an ihn. Super duper gut. Und das nächste Level. Da rollen sich die Fußnägel auf. Schlimm genug, dass er die Blume verloren hat. Und schon eine Rose. Halleluja. Die Rose. Mhm. Und diesmal habe ich ihn auch getroffen. Geil. Und wieder. Alter. Die bringt uns ja nicht. Wir haben ja schon eine. Doch, die bringt schon was. Ah, der Stern. Jetzt können wir schön durchrennen. Wie bei Super Mario auch. Alter, nein. Oh, wieso ist das Viech denn so lahm? Ja, stimmt. Total lahm. Ich finde... Auch wenn man sprintet. Ich sollte es häufiger klarstellen, dass das auch wie bei Super Mario ist. Mir ist das gar nicht so klar. Oh, schon wieder habe ich gefällt. Aber egal, wir haben das Level geschafft. Alter, krass. Und das nächste Level. Oh Gott. Jetzt haben wir 5 Leben. Ich weiß gerade nicht warum, aber ist ja egal. Ja, ab einer bestimmten Anzahl von... Oh. Ja, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, aber egal. Ja, sicherlich hast du das. Egal. Wir gehen einfach weiter. Wir sind ja so super gut. Ach, das Spiel ist schon ganz lustig. Wenn man das noch drauf hätte, aber... True Story. Alter, was macht er denn mit seinen Cheatcodes oder was auch immer das war da, in dieses komische Textfeld? Und schon wieder Alter. Der Stern. Oh. Wow. Es geht richtig ab. Oh, ja. Das war sehr schlau von mir. Oh nee, komm schon. Jetzt hol er wenigstens noch den Schneeball. War der da? Ja, der war da. Oh, muss der denn nach da hinten? Tschüss. Holen? Ist das affig? Oh, Alter. Mad Skills. Oh, Alter. Die Bombe ist jetzt explodiert. Yay.
Oh Mann. Tschüss. Damit habe ich jetzt gerade irgendwie gar nicht gerechnet. Der Schneeberg kam auch einfach nur vom Berg runter. Zu blöd, um schon das dritte Level zu schaffen. Das ist ja gerade irgendwie Fun ein bisschen Fact, ja. Peinlich. Aber... Deswegen lässt du das Video auch online. Ich versuch's weiter. Ich schaff... Ah. Oh, wie blöd bin ich eigentlich. Ich denke aber, ich schaff das auch noch. Oh, nee. Oh, und das, die scheiß Schneekugel rollt auch noch da hinten. Das hat auch nichts gebracht. Oh Gott, oh Gott. Und der Stern. So. Dann können wir jetzt erstmal hier an dieser blöden... Mit den Schneebeinen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Ich bin so schlecht, Leute. Ist das abgespackt? Das war in meinem ersten Let's Play. Manometer. Stimmt, das war das erste Video, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ein geiles. Ich hätte das, glaube ich, vorher lieber ein bisschen trainieren sollen. Nee, ich finde, das wäre Bullshit. Das laber ich eigentlich. Ich schaff das. Ich schaff das und dann schaffe ich es immer wieder nicht. Boah, Alter, das war knapp. Und die Schneebälle habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich habe diesen schönen Megasprung geschafft. Und der war echt mega. Das Level. Der war mega scheiße bisher. Oh ne, gerade wo ich an dem Viech bin, ist der Stern weg. Das ist so Timing. Scheiße, Leute. Und wir haben nur noch ein Leben, aber wir... Ich beeil mich jetzt nicht mehr. Wir haben nämlich nur noch ein Leben. Oh Gott. Die Skills, die sind tsunami-mäßig hoch. Ja. Nein, Leute, wir haben's verkackt. Vorrangig du. Und jetzt müssen wir alles wieder von Level 3 weitermachen. Ihr habt jetzt, glaube ich, einen kleinen Eindruck von dem Spiel bekommen. Und... Schnell das aufhören. Nächste Video, denke ich, kommt auch bald schon. Schön Kommentare schreiben und abonnieren. Ja. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alter, das war, also wer was von Supertux lernen möchte, der soll sich bitte schon immer das Video anschauen. Also empfehle ich dann immer weiter. Wenn ich weiß, was Supertux ist und wie man das richtig spielt, dann kriegt er hier, das ist das schöne Video. Ach ja, einfach nur noch herrlich. Ich weiß nicht, ob das Minecraft Let's Play von ihm noch da ist. Das war auch ziemlich würdig für diese Serie. Was sagen denn die Kommentare? Bin ich mal gespannt, ob da welche gab. Ach so, er selber hat einfach Ja geschrieben. Okay, gut. Warum auch nicht? Naja, Link ist wie immer in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen und runterladen, weil das ja so geil ist. Und Supertux wollte ich selbst mal irgendwann spielen, aber mal gucken, ob das kommt. Wahrscheinlich eher nicht, aber was soll's. Gut, dann würde ich sagen, das wäre es jetzt erstmal gewesen von dem kleinen Reaktionsvideo. Schreibt mir, was ihr davon haltet und schlagt mir weiteren Bullshit vor, das wollte ich sagen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.